Lassen Sie uns jetzt den Begriff Objektmethode nochmal systematisch auf den Folien angucken, wieder mit ähnlichen Beispielen, eigentlich auch ein bisschen weitergehend als das, was ich vielleicht gerade in der Programmierung Ihnen schon gezeigt habe. Es geht darum, Objekte zu bearbeiten oder informell reden mit Objekten. Das heißt also, bei Objekten können wir sogenannte Methoden aufrufen. Diese Methoden werden Objektmethoden genannt. Der Name wird später noch deutlicher werden, ist aber wichtig. Objektmethoden heißen unsere Freunde. Die aufgerufenen Methoden können Werte der Objektvariablen verändern. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Und die aufgerufenen Methoden können beliebige Berechnungen durchführen. Und die aufgerufenen Methoden können ein Ergebnisobjekt als Antwort liefern. Das heißt also, es kann etwas herauskommen, was es dann gibt. Die generell allgemeine Syntax sehen Sie hier. Wir haben den Rückgabetyp, also Typ des Ergebnisses hier genannt, den Methodennamen, dann eben in runden Klammern eine Parameterliste, genau wie wir es eigentlich von Konstruktoren her schon kennen. Und dann haben wir einen Programmblock, auch genau wie wir es vom Konstruktor her kennen in der Sache. Wenn wir sagen, wir brauchen keinen Ergebnistypen, nehmen wir den Typen Void dafür. Ist also auch ein spezieller Typ, um explizit anzugeben, dass man keine Rückgabe hat. Ja, gucken uns das an. Ich habe hier mal die Klasse Datum wieder genommen mit den drei Ints, Tag, Monat und Jahr. Das heißt also die Möglichkeit, eben hier wieder ganz normal Objekte dann vom Typ Datum zu beschreiben. Konstruktor kennen wir mittlerweile, sollte Sie nicht mehr überraschen dann in der Form, was Sie dort haben. Neu sind die beiden Freunde, die dazugekommen sind. Es gibt eine Methode, die heißt getTag. Und mit der kann man eben return sich den Tag zurückgeben lassen. Also genauer gesagt, der Wert der Objektvariablen wird bestimmt, der Ausdruck hier berechnet und zurückgegeben. Zweite Art von Methode sehen wir bei der set-Methode. setTag kriegt einen Wert übergeben als Parameter und dieser Wert wird genommen und in die Objektvariable this.tag hineingeschrieben. Das ist auch die typische Art. Eigentlich gibt es immer nur zwei Arten von Methoden. Eine Methode, die Objekte bearbeitet, das ist das, was wir hier haben, und eine Methode, die Objekte oder Berechnungen durchführt auf dem Objekt. Das ist das, was wir hier haben. Die Berechnung hier ist natürlich sehr einfach, weil dann ein Wert zurückgegeben wird, aber da könnte man auch noch mehr mitmachen. Und typischerweise ist es so, dass Sie für jede Ihrer Objektvariablen eine Get- und eine Set-Methode haben. Das sehen wir hier auch nochmal dran mit Get-Monat, was wir hier drin stehen haben, setMonat, getJahr und setJahr und jeweils exakt die gleiche Struktur, wie wir sie gerade auch schon beim Tag hatten. Da hat sich also wirklich noch nicht viel dran geändert, ist das, was man dort haben kann. Der Rückgabetyp ist auch klar, ist immer der Typ, der hier bei der Objektvariablen steht. Sollte hier eine Klasse stehen, wird als Rückgabetyp da auch eine Klasse stehen. Das ist das, was man da erwarten kann, was also da keine echte Besonderheit dann liefert. Wenn man damit spielen möchte, zum Beispiel im CodePad, sieht das wie folgt aus. Also man kann dann eben überlegen, was man damit machen kann. Hier steht zur Sicherheit nochmal drin eben, die Methoden zum Lesen von Variablen heißen typischerweise get und dann der Variablenname großgeschrieben, den man dort haben kann. Das wird auch von anderen Werkzeugen teilweise vorausgesetzt, dass diese Methoden so heißen. Das ist also nicht nur ein könnte man so benennen, das ist muss man so benennen. Wenn man es falsch macht, da hat man trotzdem noch eine Methode, die funktioniert, aber weiß niemand, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Ja, hier sehen wir nochmal die Methode, wie sie drinsteht. Und hier sehen wir eben konsequent die Nutzung davon. Wir haben die Möglichkeit, hier ein Datum zu erzeugen, 29.02.2100, das Datum, wo nicht gibt, oder was es nicht gibt. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, hier was zu machen. Dann getTag, wir holen den Wert raus. GetMonat, wir kriegen den richtigen Wert, getJahr auch. Ja. Also wichtig nebenbei, solche Überprüfungen immer zu machen, weil Flüchtigkeitsfehler passieren beim Programmieren sehr häufig. Und dann hat man irgendwas aus Versehen kopiert, was man nicht sollte. Und dann passiert irgendwas, was man auch nicht haben möchte. Dann. Ja, die zweite Art der wichtigen Methode ist die Set-Methode, mit der wir explizit Werte setzen können. Methode zum Schreiben bzw. Verändern einer Variable heißt typischerweise Set-var. Großen Buchstaben wieder beachten für den Namen der Variable. Beispiel setTag. Und hier ist wieder der gleiche Typ, den die Objektvariable hat. Also egal, welcher Typ dann oben stand, genau der Typ steht hier auch drin. Dann irgendeinen Namen, den kann man gleich so wählen wie dort, muss man nicht. Sie wissen, wenn ich das Tag in T umbenenne, müsste ich hier auch nur dieses auch in T umbenennen. Das sollte Ihnen mittlerweile klar sein und keine Überraschung mehr.
falls Sie das überraschen sollte, nebenbei nochmal dringend stoppen und einen Schritt zurückgehen und sich die Sachen da angucken, weil in Programmierung sehr linear aufeinander aufbaut und wenn Sie eine Sache nicht verstanden haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit den anderen dann weitermachen kann, sehr gering leider. Okay, also Sie haben verstanden, dass das hier eine Set-Tag-Methode ist und die kann man ganz einfach nutzen. Das habe ich hier auch mal zusammengespielt, wieder im Codepad. Datum 29.02.2100. Dann mache ich mal aha set Tag 1. Hat nebenbei keine Effekte nach außen, nur innen drin wird ja was geändert. Dann aha set Tag 2. Und dann hole ich mir das aha-Objekt doch nochmal, benenne es dann Datum 1 und dann gucke ich rein und sehe, ja, der letzte Wert meiner Änderung, die 2, die da drin steht, steht auch in dem Objekt drin. Der Wert ist also genau in dieser Form übernommen worden, was man dort hat. Das macht es also da recht einfach. Ja, dann kann man nochmal gucken, was man sonst noch machen kann. Das Erzeugen von Objekten kennen wir schon und das Spielen eben mit dem Codepad, was wir gesehen haben. Rechtsklick auf Datum. Wir nehmen den Konstruktor mal hier mit Tag, Monat und Jahr, tippern da ein paar Zahlen ein, gehen auf OK und kriegen dann ein Objekt, was in der Objektleiste liegt. Und wenn wir darauf einen Rechtsklick machen, das sieht man hier nicht ganz so toll dran, glauben Sie mir, das ist ein Rechtsklick, sind hier alle Methoden angegeben, die wir geschrieben haben. Ja, und dann sehen wir dran, dass Get- und Set-Methoden da sind und die Sachen typischerweise alphabetisch sortiert hier einfach ausgegeben werden. Und dann macht man eben eine Methode als Beispiel, nehmen wir gleich die erste, get ja. Und wir kriegen dann den Wert 2100 zurückgegeben. Wir haben damit also die Chance dann eben, uns die Werte auch hier nochmal schön anzeigen zu lassen und können dann eben hier sehr gut experimentieren und Sachen dann so schrittweise ausführen. Bei der Set-Methode, wenn man die wählt, ist es auch klar, geht ein Fenster auf und dann kann man eben dort eben einen Wert für dieses Jahr dann angeben. Das heißt, ein Wert wird hier eingetragen, auf OK geklickt. Und falls wir dann hier dieses Datum schon irgendwie offen hatten, jetzt mal weil ein Datum in Zukunft als Namen bekommen, okay, steht die 2200 drin. Kann man sich danach ja auch später angucken, was man dann da so gemacht hat. Ja, das ist also dann relativ einfach machbar. Codepad ist also sehr hilfreich beim Ausprobieren, was man dort haben kann. Allerdings eben, Experimente sind toll, aber eben, wenn ich sie irgendwie abspeichern will, nur sehr eingeschränkt. Ich kann es in eine Textdatei reinkopieren, das ist auch schon mal eine gute Idee, dann ist es nicht ganz weg. Dann kann man mit Copy und Paste sich die Sachen zur Not auch da wieder rausholen, aber das ist natürlich nicht ganz so knuffig. Deswegen, wenn man die Spielereien ein bisschen systematischer machen möchte, warum nicht einfach dafür eine Klasse schreiben, die dann damit rumspielt? Also schreibe neue Klasse, die obiges Programmstück in einer Methode enthält und damit, sodass man damit rumspielen kann. Ich möchte also gerne das hier ausführen und natürlich gerne das Objekt D mir angucken können. Das sieht dann wie folgt aus. Oder halbwegs dann. Also gucken wir uns mal an. Wir haben eine Klasse Datumsspielerei. Die hat eine Objektvariable von Typ Datum. Heißt auch Datum dann in der Form, was wir dort haben, hat einen Konstruktor, parameterlos, also ohne besondere Angabe und parameterloser Konstruktor überschreibt den Default-Konstruktor dann, das heißt also, der ist nicht mehr da, überschreibt ist kein gutes Vokabel dafür, ist nicht mehr da, ist ein neuer Konstruktor und da wird ein Datum erzeugt mit den Werten, die wir schon kennen. Und dann können wir eben die Spielereien, die wir damit machen wollen, irgendwo reinschreiben, zum Beispiel einige Änderungen. Ich nehme das Datum, mache mal einen Tag auf 1, Monat auf 3. Und damit das irgendwie schön nach außen wieder genutzt werden kann, zumindest bei uns jetzt in BlueJay, schmeißen wir einfach das Objekt wieder raus oder geben es zurück. Ganz genau, wir geben eine Referenz auf dieses Objekt zurück. Das Objekt selber bleibt natürlich in meinem Objekt von Typ Datumspielerei drin. Ja, und dann eben eine andere Spielerei hier, neuer Tag, Monat, den wir dort haben, neuer Tag und neuer Monat. Ich übergebe zwei Werte, mache zwei Set-Methoden und gebe auch das Datum zurück. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dann eben hier so verschiedene Experimente reinzuschreiben, mir die Objekte zurückgeben zu lassen und dann eben sie genauer anzugucken. Das mache ich hier nochmal. Ich erzeuge eben jetzt hier ein Objekt der Klasse Datumspielerei, in der schon eben ein Datum drin ist und führe ganz einfach einige Änderungen aus. Wer war denn einige Änderungen? Ach, das war 1 und 3 und sonst bleibt das Datum, das Jahr wohl, dann da erhalten. Ja, dann machen wir mal einige Änderungen, kriegen dann eine Referenz auf ein Objekt zurück, auf das Objekt Datum, was drin ist, eben in unserer Datumspielerei.
gehen hier auf Inspect drauf und können das resultierende Ergebnis uns angucken und die Werte stehen genau da drin, wie man das erwarten könnte. Das heißt, wir haben damit die Möglichkeit, eben hier zu sehen, welche Effekte die einzelnen Methoden haben, Referenzen von Objekten uns zu holen und, was man damit also alles Tolles so machen kann. Ja, machen wir es nochmal ein bisschen weiter oder erinnern uns nochmal ganz kurz dran, falls Sie es noch nicht mitbekommen hatten. Das war diese Idee, wie ich, wenn man hier Objekte erzeugt im CodePad, wie man sie rüberholt, also hier draufklickern oder sogar erstmal nur mit dem Finger draufgehen, also mit dem Mauszeiger. Und dann kann man eben die Sachen hier mit dem Pfeil, wenn man draufklickt, rüberholen und hier irgendwo benennen. Das ist also immer hilfreich, was da so drin steckt, was man da machen kann. Ja, was kann man sonst noch damit machen? Das sehen wir hier dran. Das ist das, woran man sich immer wieder erinnern muss. Wenn ich jetzt neuer Tag und neuer Monat nehmen möchte, das war eine Methode, die braucht 2 Int-Werte. Das heißt, ich muss hier 2 Int-Ausdrücke angeben. Einfachste Art war, ich schreibe eine Zahl hin wie 42. Wenn ich einen Methodenaufruf mache, getTag, kriege ich einen Int-Wert zurück. Das heißt, dies hier ist ein Int-Ausdruck. Ich habe also die Möglichkeit, weil getTag zu machen. Insofern hier, weil mein Datum ist, was hier schon existiert. Das sehen wir hier dran. Also ich habe hier wohl gesagt, ich möchte neuer Tag, neuer Monat hier drauf ausführen und sage einfach mal, weil getTag von dem Datum da und weil getJahr mache ich das Gleiche nochmal in der Form, was da so drin steht. Ich habe damit die Chance, eben auf dieses Objekt zuzugreifen und dort gegebenenfalls zu sehen, was man damit Schönes machen kann. Nächster Schritt, auch nicht ganz neu, haben wir auch schon mal gesehen. Allerdings wird das jetzt immer wichtiger werden. Innerhalb von Methoden kann man an beliebigen Stellen lokale Variablen deklarieren. Beliebige Stellen heißt eben immer da, wo ein Befehl stehen darf, darf ich auch eine lokale Variable deklarieren, die ab dem Zeitpunkt existiert, an dem sie angelegt wurde. Syntax und Möglichkeit zur Setzung des Startwerts ist ganz genau wie bei Objektvariablen. Also so, wie wir es am Anfang gelernt haben. Da muss auch nichts Besonderes beistehen, kein Schlüsselwort oder Ähnliches. Lokale Variablen können also in Blöcken, nochmal, das sind die Programmfragmente in geschweiften Klammern, deklariert werden. Nach dem Verlassen des Blocks ist die Variable selbst verloren. Also den Namen gibt es nicht mehr. Falls Sie darin aber irgendwas gemacht haben, wie zum Beispiel ein Objekt erzeugt haben und das an irgendeine andere Variable, zum Beispiel an eine Objektvariable gebunden haben, also zugewiesen haben, dann bleibt das Ding natürlich da und dieses Objekt existiert weiterhin. Das ist also da schon mal recht hilfreich dabei. Ja, sehen wir uns das hier mal an. Ich habe das hier nochmal kurz aufgeschrieben. Sie sehen hier dran geschweifte Klammern, deklarieren einen Block. Deklaration von x. Zum Beispiel int x, was hier steht. Wenn hier schon ein bisschen Programmzeilen stehen, darf man hier nicht auf x zugreifen. Wenn x deklariert ist, ab hier darf man x benutzen. Danach gibt es x selber nicht mehr. Wenn wir jetzt irgendwelche anderen Methoden haben, kennen die dieses x hier nicht. Also ganz einfach, das hier sind wirklich dann so Sachen, womit man die Sachen in Schachteln einpackt. Eine Sache und die eine Schachtel sieht die andere Schachtel nicht, die man dort hat. Also dann können wir da nicht rausgucken. Ganz normal. Wenn ich jetzt hier eine Variable x in einer noch anderen Methode oder in einem Block deklariere, bedeutet das auch, dass dieses x nichts mit diesen anderen xen zu tun hat. Es ist eine lokale Variable, die hier drin steckt. Das heißt, diese Variable wird einfach dann hier deklariert, genutzt und stirbt genau wie die da oben. Aber sie haben nichts miteinander zu tun. Und dass man mehrere Variablen und dass man häufig eine Variable hat, die x heißt oder vielleicht temp heißt oder sowas, dann ist also nichts Ungewöhnliches. Das kann man also ganz genau so machen. Gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer in einem kleinen Beispiel an. Wir gehen nochmal in unsere Klasse Datumspielerei rein und gucken mal, was wir dort irgendwie machen können. Und wir werden sehen, wie man da mit einer lokalen Variable arbeitet. Dazu habe ich immer eine Methode geschrieben, heiraten, int Wert. Hat keinen sehr tieferen Sinn, aber wir gucken es mal an. Da, eine lokale Variable. Datum, sie wird hier am Anfang deklariert. Müssen Sie alle am Anfang deklarieren? Nein. Sollen Sie alle am Anfang deklarieren? Nein, auch nicht. Sie deklarieren die mit typischerweise kurz bevor sie das erste Mal genutzt wird. Da sie hier sofort genutzt wird, steht sie halt am Anfang drin. Okay. Ja,
Ja, und dann sehen wir einfach drin, dass hier Tag, Monat und Jahr auf den gleichen Wert gesetzt werden. Und dieses lokale Objekt, was hier eben sonst am Ende sterben würde, wird eigentlich als Ergebnis zurückgegeben. Das heißt, jemand, der das Ergebnis bekommt, zum Beispiel in einer Zuweisung, bekommt eine Referenz auf ein Objekt, was hier entstanden ist. Der Name Ergebnis, der ist nicht mehr bekannt. Das ist einfach nur ein lokales Ding, in dem man hier drin gespielt hat. Das heißt, da muss man nicht weiter darauf achten, was da noch so passiert ist. Das ist also eine lokale Variable, was da so drin passieren kann. Ja, also, das Einzige, was gilt, ist eben, in jedem Block kann es nur eine Variable mit einem Namen geben, nicht zwei Variablen mit gleichen Namen. Wenn ein Block zu Ende ist, ist das Ding weg und dann kann man eben wieder eine Variable dann haben. Beispiel, kann nicht eine Variable Monat vom Typ Int und eine Variable Monat vom Typ String geben. Also Objektvariablen, die wir dort haben. Das heißt, auch wenn die unterschiedliche Namen haben, unterschiedliche Typen haben, Entschuldigung, und gleiche Namen, funktioniert das nicht. Lokale Variablen, haben wir schon gesehen, können gleiche Namen haben wie Objektvariablen. Wieso haben wir es gesehen? Weil Parameter nur eigentlich eine spezielle Form lokaler Variablen sind, die eben beim Aufruf gleich einen Wert zugewiesen bekommen. Die verdecken wir aber, das heißt, man kann damit nicht direkt mehr auf die Objektvariablen zugreifen. Man kann es eigentlich immer, indem man das This-Punkt davor schreibt, was wir ja standardmäßig nutzen. Das ist also die Grundidee, die dann da so hintersteckt. Grundregel der guten Programmierung ist, kommen Sie nie in eine Situation, dass man darüber intensiver nachdenken muss. Wir gucken uns das gleich nochmal auf den Folien einmal kurz an. Also einmal eine schlimme Situation und danach überlegen Sie, nö, da kann man drauf verzichten. Das macht es nicht einfacher, nicht besser. Dann kann man das trotzdem soweit da nutzen. Ich habe hier nochmal die Klasse Datumspielerei aufgemacht und habe jetzt die Methode heiraten ganz leicht modifiziert. Wenn man es mal ganz kurz hier guckt, ich hatte hier Datum Ergebnis stehen und das Ergebnis zurückgegeben. Ich habe jetzt als einzige Veränderung hier reingeschrieben, dass meine lokale Variable Datum heißt. Ja, diese lokale Variable Datum ist absolut okay, kann hier angelegt werden, kein Problem. Aber dann gucken wir mal weiter. Ich habe den Rest des Codes, Sie erinnern sich dran, hier hatte ich eben mit Ergebnis.set explizit immer darauf zugegriffen. Das war okay. Mache jetzt eben Datum, Set Tag, Datum, Set Monat, Datum, Set Jahr. Damit kann ich dieses Objekt hier bearbeiten und kann die Werte hineinschreiben. Und ich gebe das Ding wieder zurück. Der Effekt davon ist identisch. Hier haben wir in Klammern kein Drama. Warum haben wir kein Drama? Weil innerhalb dieser Methode nie mehr auf this.datum zugegriffen wird. Also, ich könnte natürlich hier was machen wie this.datum get Tag. Dann könnte man den Wert aus diesem Datum dann da reinschreiben. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist eine Sache, was man da machen kann. Aber eben, ja, leichte oder sehr gute Chance, durcheinander zu kommen, ist dieses Datum das Datum, was hier steht. Und die Antwort ist nein, ist es nicht. Und es hat nichts damit zu tun. Wenn Sie unsicher sind, das auch nochmal sacken lassen. Also zufällig heißt dieses Ding genauso wie das Ding da oben. Und das einzige das Ding da oben kann man in dieser Kurzform, die es ja leider auch gibt, dann nicht mehr nutzen. Deswegen Objektvariablen aufpassen. Wir spielen mal kurz damit und sehen uns das hier an. Also wir machen jemanden da heiraten. Hier müsste Int-Wert stehen. Das ist ein altes Bildchen, sorry, in der Form. Hier steht es korrekt. Und wir geben einfach den Wert 12 hinein. Ja, machen dann eben die Methode, führen die aus, dann in der Sache, machen einen Inspect auf dem Ergebnis und sehen dran, jo, da haben wir ein Objekt, was eben genau den Wert 12 an allen drei Stellen stehen hat. Das ist also super okay, funktioniert 1a spitzenmäßig. Dann machen wir mal eine Methode getDatum. Und getDatum machen wir eben, um zu gucken, ist es nicht doch so, dass dieses Datum irgendwie verändert wurde. Dieses Datum hat ja diesen Wert 29.02.2100. Und wenn ich jetzt das Get-Datum mache in der Form, wie wir es gerade da sehen, dann kriege ich auch ein Objekt zurück und ich gucke rein, nee, das hat nichts mit diesem 12.12.12 zu tun. Das ist also garantiert ein anderes Objekt, was man hier hat. Und wir haben da gesehen, dass man damit relativ sehr sauber arbeiten kann. Ja, fassen wir die Erkenntnisse jetzt nochmal ganz kurz zusammen, was wir bis jetzt wissen über die Methodennutzung. Neben dem Wissen über existierende Klassen ist das Wissen über existierende Methoden sehr wichtig.
Wir können bis jetzt neue Methoden schreiben. In dieser Vorlesung geht es nur um die Grundlagen der objektorientierten Programmierung. Deswegen steht das konkrete Wissen über Java-Klassen im Hintergrund. Sie werden praktisch fast nichts über existierende Java-Klassen auswendig lernen müssen, was man dann irgendwie zum Beispiel in der Klausur brauchen könnte, sondern das sind ganz paar Methoden, die dann da, aber weil wir die hundertfach nutzen, ihnen sicherlich dort auch einfallen werden. Wichtig, man muss wissen, wo Informationen über Klassen stehen, zum Beispiel in der Java-Dokumentation. BlueJay ist damit verlinkt. Das heißt eben, diese schöne Control-Space-Sache, was ich Ihnen gezeigt habe, führt dann eben zu recht vielen Methoden, die es dann auf irgendwelchen Objekten gibt. Machen wir das mal, indem wir einfach mal wieder mit einem Objekt spielen. Also, machen wir das mal, wir erstellen einen String, hier nochmal in einer etwas komplizierteren Form. Muss nicht so sein, aber ich habe das String-Objekt hier einfach mal hingepackt in der Sache. Und dann können wir dieses String-Objekt eben nehmen, einen Rechtsklick drauf machen und dann sehen wir alle Methoden von String. Und hier sehen Sie einen ganz kleinen Ausblick drauf, was wir dort haben können. Zum Beispiel Boolean is empty, ja, ist der String leer. Also sonst einfach nur zwei Anführungsstriche hintereinander. Das kann sicherlich was anderes sein. Last index of, da kommen wir gar nicht drauf. Ist also auch was Spannendes. Und Length, das ist das, mit dem wir die Länge eines Strings berechnen können. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, die Länge eines Strings uns anzeigen zu lassen. Das machen wir mal und gucken uns das mal an. Dazu habe ich mal so eine kleine Klasse geschrieben, die ja schon ein bisschen merkwürdig und komisch ist. Deswegen heißen die Methoden nebenbei auch so. Aber damit möchte ich auch, dass Sie wissen, was Sie bis jetzt haben, mal so zusammenfassen, plus ein paar Kleinigkeiten, die ja eigentlich nicht wirklich neu sind, aber die ja, da vielleicht nochmal im Detail betrachtet werden sollen. Also, wir haben eine tolle Klasse, die heißt Person. Zwei Objektvariablen, Alter und Name. Heißt zwar ich, kann ich aber nicht sein mit dem Alter, egal. Also, das sind die Default-Werte, die wir dort haben. Konstruktor, vergessen. Heißt, wir haben den Default-Konstruktor, mit dem wir genau ein Objekt 42 ich da eben nutzen können. Dann haben wir als nächstes diese Methode nächstes. Nebenbei Tipp, wenn Sie solche Folienvorträge sich anhören, Sie haben hier natürlich die Chance, jederzeit auf Stopp zu drücken und zu überlegen, was wird er jetzt so ungefähr wohl da erzählen. Also lesen Sie die Sachen erst und hören Sie dann, was ich Ihnen dazu erzähle. Das sollte vielleicht so ein bisschen matchen dann. Das wäre nicht schlecht. Okay. Ja, schauen wir auf die Methode nächstes. Was macht die? Wir haben hier this.alter plus 1. Das heißt, der Wert vom Alter wird um 1 erhöht, wird in eine lokale Variable erg gespeichert. Diese Variablen, der Wert der Variablen wird zurückgegeben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Objekt vom Typ Person erzeuge, dann hier nächstes aufrufe, kriege ich als Wert 43 raus. Der Wert der Objektvariablen ändert sich natürlich nicht. Bleibt genau der alte Wert, der sonst auch da so drin stand. Ja, dann haben wir hier eine Methode, die merkwürdig ist. Die kriegt einen Wert übergeben. Aha, na gut. Dann haben wir eine Hilfsvariable erg. Was schreiben wir da rein? This.name.längst. Das ist der Länge des Namens. Hier sollte der Wert erstmal so 3 sein. Dann wird in dieser Variablen erg ein Wert zugewiesen von erg plus Wert. Also wenn hier eine 42 drin steht, 3 plus 42, 45. Und dieser Wert wird zurückgegeben. Also im Klartext wird die Länge genommen und auf diesen Wert drauf addiert. Falls Sie es optimieren wollen, natürlich könnte ich das alles auch in zwei Zeilen schreiben, nämlich plus Wert hier direkt dahinter schreibe. Und natürlich könnte ich das auch in eine Zeile schreiben, indem ich direkt hinschreibe, return this.name.length, dann die runden Klammern, plus Wert, Semikolon. Das wäre noch eine Variante. Da wir im ersten Semester sind, stehe ich hier nicht auf Kurzschreibweisen, wenn auch, wird niemals da irgendwie zu Abzügen führen, weil die Lesbarkeit so auch natürlich sehr gut gelesen und gegeben ist. Ja, dann haben wir eine Methode komisch. Komisch kriegt einen Wert übergeben und noch einen Wert W2. Dieser Wert wird dann irgendwie genommen und plus W2 gerechnet, kommt ein neuer Wert raus, in die Variable temp gepackt und dieser Wert wird dann in die Objektvariable Alter reingeschrieben. Das heißt, wenn ich hier eine 42 und eine 3 übergebe, wird das Alter wohl auf 45 gesetzt. Das ist die Grundidee davon.
Und das können wir uns natürlich jetzt nochmal schön angucken, indem wir nochmal ein bisschen darum spielen, zum Beispiel im CodePad. Also machen wir erstmal die schöne Sache, wir erzeugen eine neue Person. Wir wissen, 42 ich, das sind die Werte, die dran stehen. Dann mache ich mal P1 nächstes. Aha, das ist irgendwie das Alter, wird genommen, einer drauf addiert. V1 sollte den Wert 43 bekommen, denke ich mal. Dann machen wir hier mal merkwürdig und übergeben den Wert 45, was wir dort haben. Also merkwürdig, gucken wir nochmal an. Ah, das war die Methode, die wir jetzt hier drin stehen hatten, die einfach dann über den Wert nimmt und die Länge des Strings drauf addiert. Das heißt, wir haben dann den Wert, der jetzt hier drin steht, müsste dann irgendwie 45 plus die Länge von ich, ist 3, 48 sein. Das heißt also, wir haben da eine 43 drin stehen und hier eine 48 und machen dann das komisch, da wird die 43 und die 48 übergeben. Die werden addiert, da kommt wohl 91 raus. Ja, und dann wird das geändert, kein großer Effekt sichtbar. Und dann hole ich mir das P mal und lasse es mir mal anzeigen dann in der Sache. Hier in der Form. Und wir sehen drin, hey, da steckt tatsächlich eine 91 drin. Das ist also das, was da so gemacht wurde. Wenn Sie das noch ein bisschen irritiert in der Form, kann man das auch nochmal tabellarisch sich überlegen, was dort passiert. Also, erster Schritt, ich lege eine neue Person an. Die kriegt die Default-Werte 42 und ich. Das ist mein Objekt P hier. Dann mache ich P.nächstes. Ich gucke mir das an. Die Methode wird aufgerufen. Da sehen Sie hier dran, das ist der Aufruf. Da keine Parameter sind, wird da auch nichts großartig gemacht. Dann wird doch etwas gemacht. Es wird eine lokale Variable angelegt. Die heißt ganz einfach hier erg. Die steht hier drin, kriegt den Wert 43. Dann wird dann einfach gesehen, aha, 43, weil hier plus 1 steht. Und dann wird dieser Wert zurückgegeben. Ja, das ist also das, was dann hier gemacht wird. Das heißt, die 43 wird genommen und zurückgegeben und ja, steht dann in der Variablen V1 drin, nachdem diese Methode abgearbeitet ist. Der rote Kasten ist die Methode, die wurde abgearbeitet. Das heißt also, das ist der nächste Schritt. Dann kommt der Schritt, ich rufe meine Methode merkwürdig aus, die ich jetzt mit dem Wert 45 aufrufe. Ja, das gucken wir uns mal an. Da wird merkwürdig aufgerufen mit int Wert. Ja, das heißt eben dann Wert als neue lokale Variable kriegt den Wert 45. V2 ist nebenbei, ja, die Variable kriegt ja den Wert, kommt gleich, wird dann gleich angelegt werden. Ja, dann, was passiert in der Methode drin? Erg wird gesetzt auf wissname.links, neue neue lokale Variable. Ja, wir haben eine neue lokale Variable, die heißt erg. Sie sehen auch drin, dass ich die einfach die alten hier stehen lasse und genau die eine mit dem gleichen Namen hier wieder dran gehängt habe. Um klar zu machen, das ist eine neue Variable, die es gibt. Die andere, ja, man hätte sie vielleicht noch irgendwie hier traurig kennzeichnen können, dass sie tot ist in der Sache und dass man sie nicht mehr, dass es sie nicht mehr gibt. Das wäre vielleicht auch noch schön, hier so ein X reinmalen oder so. Aber das könnte man dann machen. Jo, das heißt also, hier wird die Variable erg angelegt und ein Wert zugewiesen, die Länge des Strings ich, das ist die 3. Dann wird erg gleich erg plus Wert gemacht, also erstmal erg plus Wert ausgerechnet, 45 plus 3 und dann kommt eben die 48 nach erg rein. Der Wert wird auch zurückgegeben und dann in die Variable V2, die ja gerade deklariert wurde, Sie erinnern sich an die letzte Zeile, die hier steht, V2 gleich geschrieben. Das heißt, da ist die 48 drin. Ja, dann rufen wir komisch auf. Komisch aufrufen heißt eben dann, ich habe jetzt hier zwei Werte, V1 und V2. Das sind die beiden Variablen. Komisch wird aufgerufen, hat die Parameter Wert und W2, das heißt, wir haben Wert und W2 hier wieder als lokale Variablen. Hätte ich gerade vielleicht auch nochmal betonen können. Hier Wert hat die lokale Variable hiervon. Also Wert und W2, die beiden lokalen Variablen, kriegen die Werte 43 und 48. Temp ist die Summe der beiden. Da kommt dann die 91 rein. Dann wird das Alter auf Temp gesetzt. Das ist eben das Objekt P, was wir haben. Und dann sehen wir dran, aha, ja, da wird die 91 jetzt hier reingeschrieben. Und wenn ich das Programm jetzt hier oder die Methode dann terminiert, sind die lokalen Variablen alle wieder weg. Deswegen stehen hier keine Werte mehr. Die sind also alle weg. Und nur noch meine drei Variablen sind da, die ich deklariert hatte. Meine Variable P, V1 und V2. Und wenn ich mir mein P dann angucke, würde dann hier die 91 und ich drinstehen, sodass man genau das Ergebnis erhält, was wir auch gerade gesehen haben.